Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und gestern Mittag ungefähr ist es passiert. Am 7.12. hat der allererste Spieler in ganz Shakes and Fidget Stufe 600 erreicht. Ja. Und zwar ist es der Don Serapiu, der Spieler, der auch als allererstes in ganz SF-Game Stufe 500 geknackt hat, hat jetzt auch als allererstes den Rekord gesetzt und Stufe 600 geknackt. Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle dafür. Ist ein ganz, ganz krasser Meilenstein. Und ja, auf jeden Fall Respekt an der Stelle, dass man so viel Ausdauer hat und ja, so weit durchzieht. Und ja, er spielt hier auf dem deutschen Server Nummer 7. Ja, mit dem Account hat er hier 600 als erstes geschafft. Hat ja auch noch zwei andere Accounts. Einmal auf dem deutschen Server 8 als Bad Newsrun, kennen wir ihn alle. Und einmal auf dem deutschen Server 9 als Bad Newsrun. Ebenso. Ja, hier ist er noch nicht ganz so weit. Hier hatte er 593 jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme. Und ja, hat damit zu tun, da er auf dem Don Serapiu Account ja sehr viele Dungeons aufgespart hatte. Die hatte ich euch ja dann gezeigt gehabt. Irgendwie 40 Stück oder so hatte er ja dann über Nacht gemacht und hatte somit sehr, sehr viele Level geschafft. Und ja, konnte sich somit denn jetzt Stufe 600 hier als allererster Spieler sichern. Ja, der zweite Spieler hier, das ist ja der Dr. Darm, der auf dem deutschen Server Nummer 4 spielt. Der wird wahrscheinlich als zweiter Spieler die Stufe 600 erreichen. Ich kenne jetzt sonst keinen, der im Level so hoch, ansatzweise so hoch ist. Und ja, brauche aber halt noch ein bisschen, bis er da angekommen ist. Wie gesagt, Don Serapiu hier jetzt mit dem ersten 600er Char in ganz Shakes and Fidget. Sehr, sehr coole Sache. Und ich bin gespannt, wie weit das noch geht. Maximallevel liegt ja momentan jetzt gerade bei Stufe 700. Also es geht natürlich jetzt auch weiter. Ne? Er wird natürlich auch weiterspielen. Hier hat hier schon 13 Millionen wieder drin in der Stufe 600. Geht aber natürlich ziemlich, ziemlich, ziemlich schleppend voran hier. Und ja, man kann das so ein bisschen gucken, wie es bei mir so momentan ist. Ich bin ja auch Stufe 543, aber zu Stufe 600 ist das nochmal so ein heftiger Unterschied. Also das ist, ja, es sind zwar nicht sehr viele Level, so, also es sind schon noch relativ viele Level. Aber es dauert nachher so verdammt lange, bis man, das war knapp gewesen, bis man ein Level aufsteigt. Ich meine, heutzutage geht das natürlich alles ein bisschen schneller durch den Kalender und so. Da kriegt man alle 20 Tage ein Level ab. Trotzdem, die weiter oben spielen, kommen natürlich genauso voran wie die, die weiter unten spielen. Nur, dass die weiter oben spielen, immer den kleinen Nachteil haben. Und zwar mit weniger Erfahrung zu questen, im Gegensatz zu den anderen Leuten. Und ja, so wird sich der Unterschied zwar immer ein bisschen weiter zusammenpressen zu den Spielern oben, aber wird die obrigen Spieler natürlich niemals einholen. So, aufholen ja, einholen nein. Das wird, denke ich mal, so nicht passieren in der Art und Weise, weil, wie gesagt, diese XP-Kurve da ist, durch die jeder nun mal durch muss. Und ja, in heutigen Zeiten ist es ja nun nichts Besonderes mehr, solch eine Stufe zu erreichen. Das neue 300 von früher ist jetzt das heutige 400 gefühlt. Erreichen Leute das innerhalb von einem Monat oder sind sogar Facts, ja, dass man das so schnell erreicht. Ab da an trennt sich allerdings dann die Spreu vom Weizen, wie es so schön heißt. Und ab da wird es dann wirklich sehr, sehr schleppend. Bis Stufe 500, denke ich mal, kriegen die meisten das noch ausdauertechnisch gebacken, so lange durchzuhalten. Aber ja, ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, alles, was nach Stufe 500 kommt, das ist so zäh und es dauert so lange. Und ja, deswegen, Leute kriegen es zwar hin, innerhalb von einem Monat Stufe 400 zu erreichen. Oder was weiß ich, in wie vielen Tagen so. Vielleicht, ja, ich kann es nicht ganz genau sagen, wie viel jetzt möglich ist mittlerweile oder was, wo jetzt genau der genaue Rekord liegt. Allerdings dann danach weiterzuspielen und wirklich in das Late Game zu kommen, wo halt richtig die richtig dicken Level warten, die richtig dicken Fische schwimmen hier, ne? Da wird es dann natürlich schwierig und ja, wie gesagt, da ist es dann halt wirklich sehr, sehr schwer noch voranzukommen und ja,
Man mag es selbst gar nicht so für ja, man will es gar nicht so wirklich wahrhaben. So ich, bei mir war es selbst auch so, mit Stufe 450 kam ich mir auch so vor, ach ja, das geht ja noch relativ fix und so, das ist ja noch relativ schnell. Aber umso höher man kommt dann nachher, also man kriegt es wirklich selbst mit. Es zieht sich wirklich wie ein ranziger Kaugummi nachher nur noch denn. Trotzdem müsst ihr natürlich weiterhin am Ball bleiben, wie Profifußballer, und euch da nicht irgendwie lumpen lassen, ne? Und deswegen solltet ihr da auf jeden Fall zusehen, dass ihr auch noch weiterhin wirklich hier am Start seid, dass ihr dann auch mal eines Tages Stufe 500 schafft, Stufe 600 oder viel, viel mehr. Ja, ich bin gespannt, wo das Ganze noch hingeht. Wir werden jetzt erstmal opfern hier und dann werde ich mir nachher noch in 2 Stunden hier noch einen schönen fahrenden Händler-Boost besorgen. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich hier noch skippen werde. Nicht mehr zu häufig. Gehe ich mal ganz stark von aus, denn ich bin schon ziemlich, ziemlich weit, also weiter, als ich eigentlich wollte, für das, was ich da jetzt investiert habe, so, ne? Und deswegen, ja, werde ich nicht mehr ganz so viel skippen, weil ich schon mit den Boni schon relativ gut vorangekommen bin. Ja, und deswegen mal schauen. Es geht aber, ich bin momentan bei so einer Stufe irgendwie, wo es noch relativ schnell vorangeht hier so mit den ganzen Runen. Und deswegen nehme ich das noch so ein bisschen wahr. Vielleicht, ja, vielleicht hole ich mir noch ein paar Mal einen Boost, bis ich auf die 10k komme. Bin ich mir jetzt aber unsicher, ob das wirklich nachher so worth ist, sich das hier zu holen. Oder ob man da dann doch lieber ein bisschen wartet, denn so. Weil im Prinzip, ja, Farm-Equipment hat man ja so oder so schon relativ früh. Man macht das Ganze eigentlich nur noch wegen der Waffenrune, ne? Dass man da dann relativ weit oben mitspielt, weil das Ganze geht ja bis zu 60%. Allerdings halt nur auf den epischen Gegenständen, auf den normalen Waffen nur bis zu 30. Da ist das Ganze gecapped. Und deswegen, ja, weil ich jetzt in letzter Zeit nicht sehr viele epische Waffen gesehen habe, habe ich auch diesbezüglich nicht sehr viele High-End-Runen, sag ich mal, ne? Weil in der Zwischenzeit bin ich hier schon sehr gut vorangekommen im Arena Manager. Liegt aber damit, liegt halt daran, dass ich hier auch gut reingeskippt habe die letzten Tage. Und weil ich auf jeden Fall, falls es wieder dazu kommen sollte, dass ein Legendary Dungeon nochmal erscheinen wird, und der wird nochmal erscheinen irgendwann, dann möchte ich da ganz gerne eine Legendary Waffe auch haben. Und da möchte ich natürlich auch ganz gerne eine sehr, sehr gute Rune drauf haben, ne? Und deswegen, das ist eigentlich der Grund, weil ich bin hier jetzt immer noch bei 34, da bin ich jetzt schon deutlich weiter natürlich, ne? Ja, da muss ich halt, wie gesagt, nur denn eben die dementsprechende Waffe dafür haben. Ja, so viel dazu. Krasse Neuigkeiten auf jeden Fall. Don Serapio bin ich, ja, war ja von abzusehen, dass er die Stufe 600 als erster Spieler tatsächlich dann auch meistert, weil er ja auch schon, wie gesagt, die Stufe 500 für sich einheimsen konnte als allererster Spieler. Hatte es aber wohl nicht ganz so auf dem Schirm gehabt, weil irgendjemand hatte ihn, glaube ich, in der Gilde angeschrieben gehabt, dass hier der Dr. Damien auf den Fersen ist oder schon, ja, jemand relativ nah an der Stufe 600 ist. Und daraufhin hatte ich ja dann auch das Video gemacht, ne? Und dann erst kamen ja die ganzen Dungeon-Etagen, die er gelegt hatte. Und das hatte ich ja dann, nachdem ich gezeigt hatte, jo, Dr. Dahm holt hier Don Serapio auf. Dann einen Tag später kamen ja dann erst die ganzen Dungeons von Don Serapio. Und jo, dann hat er gezeigt, wer hier der Boss im Haus ist, im Hause Shakes and Fidget, ne? Ja, momentan hat er wohl keine weiteren Dungeons mehr offen, wo er jetzt zumindest weiterkommen könnte. Hängt jetzt auch natürlich beim Olymp fest, da wo die meisten Spieler noch drinne, momentan noch drinne festhängen. Das ist ja der Dungeon, der jetzt so mit am schwierigsten ist nachher im Late Game, ne? Ich kann euch das ja auch nochmal bei mir zeigen hier. Ja, die ganzen Sachen hier sind ja schon fast geklärt. Das, ja, ist eigentlich auch nur noch eine Lachnummer mittlerweile. Ja, und wenn die ganzen Sachen hier halt weg sind, das sind halt überall die Endbosse hier, bleibt nur noch der Olymp. Und der Olymp ist halt, wie gesagt, mit am schwierigsten, ist halt der anspruchsvollste Dungeon, der momentan hier in Shakes and Fidget lauert. Kann natürlich sein, dass noch jederzeit irgendwann ein neuer Dungeon noch hier eines Tages mit dazukommt. Aber erstmal ist hier der Dungeon
das Zenit für alle Shakes and Fidget Late Game Spieler. Einfach dadurch bedingt, dass die Gegner hier unglaublich viel Leben haben und dass sie auch ein Intelligenzgegner ist, heißt Kunigunde kann jetzt auch nicht viel machen. Und das meiste ist halt, weil die Leute so viel Leben haben und das geht nachher. Ne, bei mir ist es jetzt schon bei 6 Milliarden Leben hat die schon die Athene und das geht noch bis, was weiß ich, bis 20, 25 Milliarden Leben oder so noch hoch. Also wird noch deutlich, deutlich schwerer im Verlauf. Ne? Deswegen, das wird noch eine Weile dauern, wenn noch nicht mal die Topspieler das fertig haben. Ne? Dann wird es bei mir natürlich noch länger dauern, als ich mir vorstellen kann. Da muss ich wahrscheinlich auch erst Stufe 600 und höher werden. Aber mal gucken, ich spiele ja momentan ein bisschen mehr auf Gold als auf Erfahrung, deswegen komme ich im Level vielleicht nicht ganz so schnell voran wie der ein oder andere. Dafür gucke ich ein bisschen mehr auf meine Basisstats, dass ich da ein bisschen stärker werde, damit ich in der Ehrenhalle vielleicht noch ein bisschen höher komme, weil da bringt mir das Level natürlich nichts. Ne? Ich meine, Level ist natürlich auch immer nice, so nebenbei, nice to have, ne? Aber irgendwann muss man sich halt auch die Frage stellen, lohnt es sich überhaupt noch so großartig auf Erfahrung zu spielen, wenn du sowieso nachher die ganze Zeit ans Goldcap kommst und dementsprechend eigentlich nur Gold liegen lässt am Straßenrand, so, ne? Und ja, das für ein paar mehr Level muss man dann gucken, ob sich das so lohnt, muss man dann abwägen, muss jeder selbst wissen. Ne, hatten wir auch schon ganz oft die Frage, was ist besser, auf Gold oder Erfahrung spielen, ne? Hatten wir schon ziemlich oft geklärt gehabt, die ganze Thematik und ja. Deswegen ist das so, wie es ist. So, gut, wir sind jetzt auch hier soweit fast durch. Ne, ich werde nochmal gucken, ich werde nochmal hier einen kleinen Kampf hier nochmal machen. Okay, hat sich erledigt. Dann wollen wir hier kurz nochmal, ganz kurz nochmal hier ein bisschen Würfel spielen. Ja, ein paar Würfelspiele hier. So, und dann locken wir uns noch ganz schnell hier noch zum Schluss auf einen Dämonengejagten ein, damit wir hier auch alle unsere Chars gleich offen haben im Browser. Und dann werde ich hier nachher noch entspannt, wenn die Stadtwache gleich vorbei ist, noch ein bisschen meine Alu runterzocken. So sieht das auf jeden Fall heute bei mir aus. Ne? So, dann nochmal hier den Leander, der ist noch nicht ganz drin, nochmal anmelden und dann sind wir erstmal soweit durch hier. Ja. Also wie gesagt, die Neuigkeiten, Stufe 600, erster Spieler wurde erreicht am 7.12. So um die Mittagszeit, ich bin gespannt, wie lange es dauern wird, bis der erste Stufe 700 erreicht, ja, ob es nochmal denn Don Serapio ist oder irgendein anderer, der das Ganze denn hier bestreitet, ne? Das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Bin aber gespannt, wer es auf jeden Fall als nächstes wird. Bis dahin wird sich das Ganze aber wahrscheinlich ein bisschen hinziehen, denn von Stufe 500 bis Stufe 600 hat es, glaube ich, ein bisschen mehr als 2 Jahre oder so gebraucht, ne? Bis das Ganze, bis 100 Level geschafft worden sind, 2 Jahre. Es könnte sein, dass es jetzt ein bisschen schneller geht aufgrund des Kalenders hier, ne? Müsste man sich mal ausrechnen. Allerdings bekommen die Leute natürlich noch weniger Erfahrung als vorher. Das muss man natürlich auch noch mit einberechnen. Aber ich glaube, unterm Strich dauert es nicht mehr so lange von 5 auf 600 wie jetzt von 6 auf 700 aufgrund alleine des Kalenders. Aufgrund alleine dessen wird es wahrscheinlich schon schneller gehen, weil das alle 20 Tage, das sind einfach alle 20 Tage 1,5 Milliarden XP, die man umsonst bekommt. Dann hat man nochmal so einen Erfahrungskalender, wo man auch nochmal 100 Millionen, 200, 300 Millionen Erfahrungen einfach so bekommt, plus noch das Level-Up dazu. Also es wird unterm Strich wahrscheinlich, ich gehe von aus, ein bisschen schneller gehen, als das Ganze jetzt passiert ist. Und ich sehe schon wieder, ich bin 10 Minuten schon wieder am Labern, weil ich den gleichen Gegner hier vorhin schon angegriffen habe und der gleiche Kampf schon wieder hier verloren mit ganz knapp wenig Leben. Ne? Ja, bin aber momentan dabei, hat mich halt in der Ehrenhalle ein bisschen hoch zu boosten. Zumindest versuche ich es so, anhand von Smudu hier momentan. Ja, es ist so für mich der Gegner, der jetzt einigermaßen so machbar ist. Ne? Ist aber alles random. Ist alles random hier momentan. Also wen ich angreife hier, weil die sich alle nicht sehr viel nehmen. Seht ihr ja anhand der Ehre hier. Ne? Die schwören alle auf einen Haufen. Gut, das soll es jetzt wirklich soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung, Kommentare dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.